Howdy Boys, als alter Landwirt habe ich natürlich dem Release von Farming Simulator 25 fiebernd entgegengefiebert. Und jetzt ist es endlich soweit. Seit kurzem ist es draußen, Farming Simulator 25. Da gibt es ein paar neue Geräte. Also wenn ihr nicht besonders im Thema seid, Landwirtschaft, dann kann ich euch ja ein paar Sachen aus eigener Erfahrung berichten. Es ist so, dass kaum ein Technologiesektor schnellere Fortschritte erzielt als der Farming-Tech-Bereich. Für euch mag das nicht so nachvollziehbar sein, aber die Forschung an Mähdreschern, Traktoren, Erntemaschinen, Silos, Zäunen, Strohballen, Formungsapparaten ist eine unfassbare Branche, die mit 7-Meilen-Stiefeln die Landwirtschaft revolutioniert. Dementsprechend ist da natürlich jetzt viel passiert und ich werde euch jetzt erstmal in eine Karriere mitnehmen und meine umfangreichen Erfahrungen mit euch teilen, wie man auch an meinen reichhaltig gefüllten Speicherplätzen sieht. Da ist eine Menge schon von mir vorgearbeitet worden. So, wir wollen natürlich jetzt sagen, okay, so ein Landwirt hat natürlich nicht nur 100.000 Mark. Also das ist ja eine Summe, dafür steht der Bauer morgens nicht auf. Also da zieht er nicht mal seine verdreckten Gummistiefel an, da bleibt er schön in seiner Kemenate liegen und frühstückt noch ein zweites Mal. Deswegen, wir müssen natürlich sagen, eine 500.000 ist so ein, wo ich sage, ja, okay. Startkredit, nee, wir sind nicht verschuldet. Ja, okay, Startfarm, wir machen einfach mal los. Ja, wir haben hier natürlich auch eine schöne, das McDonald's Pack. Das aktivieren wir und legen einfach, nicht abwählen. Ey, anwählen und starten. Das ist ein Add-on, was wir dabei haben. Ja, seid nicht schüchtern, fragt ruhig, was wollt ihr wissen? Gibt es Dinge, die ihr bislang nicht zu fragen gewagt habt? Zur Tierhaltung, zur Dreifelderwirtschaft, zur Mühle, zur Lagerung von Lebensmitteln generell, die historische Entwicklung der Landwirtschaft, die Lebensumstände des Bauern und der Bäuerin. Wie groß ist ein Huhn? Was wiegt eine Kuh? Wie schnell ist eine Ziege? Fragt. Ja. Kann ich meine Landmaschinen mit Fernsteuerung ausstatten und die ganze Arbeit an Gamer outsourcen? Fragt Bobo. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ein bisschen Enders Game mäßig. Fendt oder John Deere? Oh ja, Fendt oder John Deere, das ist tatsächlich fast schon eine religiöse Frage. Da gibt es natürlich auf beiden Seiten Ultras, die einen sagen, ohne Fendt fände ich das echt blöd. Und die anderen sagen, ja, John gönne ich dir, sagt man ja auch, weil das einfach natürlich sehr hochwertige Produkte sind. Beide haben im Fuhrpark wirklich einiges an Hochtechnologie stehen, also da kann man nichts verkehrt machen. So, wie sieht so ein Landwirt aus? Ja, das ist immer anders, also Landwirte kommen in allen Farben, Formen und auch Namen sind oft unterschiedlich, deswegen kann man da auch nichts verkehrt machen. Wir nehmen jetzt mal so, also er ist, hat sehr, wie man sieht, sehr präzise Gesichtszüge auch, sehr einen entschlossenen Blick, aber auch so diese Augenringe, weil wir alle wissen natürlich, Landwirte schlafen nicht so viel, die müssen ihren Biorhythmus an die Tierwelt anpassen. Wenn die Kuh kalbt, dann ist die Nacht halt kurz und ansonsten gilt es eh schon vor dem Hahnenschrei in den Stiefeln zu stecken, weil man einfach immer was zu tun hat. Deswegen ist er sehr authentisch hier. So, Frisur. Ja, der Landwirt hat natürlich jetzt nicht irgendeine aufwendige Frisur. Also sowas hier, so ein Irokesen-Landwirt gibt es natürlich nicht. Generell alles, was irgendwas mit aufwendiger Pflege zu tun hat. Nein. Auch das hier, ne?
das ist ein Haarschnitt von jemandem, der einmal die Woche zum Friseur geht und sich da die Seiten und so abrasiert. Das kann ein Landwirt nicht. Landwirte machen ja auch viel einfach selber, auch Haare schneiden wird da viel gemacht. Deswegen hat ein Landwirt natürlich so eine Halbfrisur, sowas hier, wo man nicht weiß, ja, was ist denn das? So, Bart, ja, viele Landwirte haben natürlich einen Bart, auch gerne einen Bart, weil niemand hat Bock, sich jeden Morgen glatt zu rasieren. Entweder man sieht ungepflegt aus, weil man sich nicht morgens jedes Mal da noch schön mit dem Gillette da über die Gesichtspartie fahren kann. Deswegen bevorzugen viele Landwirte ein Bart. Das wirkt einfach auch gut. So ein mächtiger Bart hier ist ganz klar. Dann Klamottos. Ja, hier viele träumen. Nee, das ist natürlich Quatsch. Kein Landwirt, der was auf sich hält, hat hier sowas an. Das ist auch zum Beispiel ein Feuerwehrmann. Das ist ja gar kein Landwirt. Es ist glaube ich, gerade eher so ein Capture-Puzzle hier. Klicke alle Bilder an, die einen Landwirt zeigen. Und da müssen wir natürlich mal gucken. Ja, das ist schon ein Casual-Landwirt, könnte man machen. Das ist ein klassischer amerikanischer Cowboy-artiger Landwirt. Das ist ein deutscher Landwirt. So, sieht man ganz klar die Warnweste, die Handschuhe und auch der Helm mit so Spratzschutz von den ganzen Holzspänen, die beim Zersägen des Todbaums einem ins Gesicht zu drohen, Fliegen drohen, also das ist ganz klar. Alles nach. Oh, das ist ein Reiterbauer. Der hat so eine schnieke Reiterhose an und auch so einen richtig guten Reiterhelm. Das ist eher so, sind so, sag ich mal, die oberen 3% der Landwirte. Ne? Die haben eine Reithalle auf dem Gelände stehen. Die haben auch so ein paar Zuchtpferde, mit denen sie dann bei Derbys antreten. Und die Landwirtschaft ist eher so. Wird automatisiert, ne? Da hat man seine Leute für. Das ist aber nicht die Art Landwirt, die wir sind. Das ist schon eher was. Das ist ein Landwirt, Leute. Das ist mal ein Landwirt. So, Gummistiefel, so komisches, so eine Wachsjacke oder was das ist. Das ist auch ein Landwirt. So, das ist mal ein Landwirt. Oder? Also jetzt haben wir jetzt zwei richtige Landwirte, der und der. Das hier ist ein Imker. Das ist auch ein Landwirt. Aber das ist eher so 1920er Jahre Stallbursche. Da mit dieser Schiebermütze. Nee. Also das hier ist auf jeden Fall, das ist ein Landwirt. Pam. Sorry, Leute, das ist einfach ein Landwirt. Kolz übrigens, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Vielen lieben Dank, bist du noch da, Kolz. So, mehr brauchen wir nicht. Das ist jetzt, finde ich, super getroffen. Dann, achso, jetzt können wir hier noch T-Shirts und so. Wir haben jetzt, können wir nicht extra, weil wir Overall haben, verstehe ich. Schuhe, nein. Wir bleiben bei den Gummistiefeln. Ist doch ganz klar. Wir können auch so Multifunktionsschuhe anziehen. Das passt auch sehr gut, finde ich, zu einem Landwirt. Aber, seht ihr, ich sitze ein bisschen davor, aber ihr seht den rechten Schuh. Nee. Das bleibt. So, jetzt kommen wir natürlich zu einer sehr wichtigen Frage. Kopfbedeckung ja oder nein? Da gibt es natürlich so moderne Landwirte, die hier so eine schöne, gerade in Niedersachsen, ist das was. Ihr wisst ja, Niedersachsen ist ja die Kornkammer Europas. Da gibt es sehr viele Felder, sehr viele Flächen. Und in Niedersachsen haben eigentlich alle Leute eine Käppi auf und einen Bart. Die arbeiten halt auch hart, deswegen kommt es da auch oft zu Brüchen in der Familie. Deswegen sind viele Landwirte in Niedersachsen auch auf Tinder und haben dann meistens halt so eine Mütze auf. Sowas geht auch. Das ist natürlich gut, französischer Landwirt, ganz klar. So ein Helm hier. Das ist auch schon so eine, ja, das ist eher schon so eine Funktions-Cappy. Das geht auch, das ist Quatsch mit Soße. Das ist auch jetzt natürlich in Deutschland. Oh, hier so ein schönes Tuch. Ah, das ist so früher hatte man das, ne? Als dann noch auch die ganzen Frauen mit auf dem Feld helfen mussten und so weiter. Also entweder keine Kopfbedeckung oder also so eine würde ich noch durchgehen lassen. Oder diese hier. Was meint ihr? Also die oder die oder vielleicht sogar die. Kann man auch die Farbe ändern, glaube ich. Farbe wählen. Ja, was entweder so ein dunkles Grün, was zu den Gummistiefeln passt. Strohhut, Mütze. Die da, ja, Mütze. Viele Leute sagen Mütze. Aber muss eine gute Mützenfarbe sein auch. Aber es gibt kein Grün, was zu den Gummistiefeln passt. Das. So, die passt am ehesten, ne? Ah, aber es ist nicht perfekt. Oder diese hier. Ja.
Nee, diese machen wir jetzt so dunkel. So, das ist jetzt okay. Finde ich, das ist gut mit den. Das ist Kotze, das ist Kotzegrün. Das ist für dich Kotze. Nee, das andere, das ist Kotzegrün. Nee, warte, das ist Kotzegrün. Das ist Kotzegrün, das ist nicht Kotzegrün. Okay, was machen wir? Handschuhe? Ja. Handschuhe. Doch, ist schon sinnvoll. Handschuhe sind schon wichtig, tatsächlich, finde ich. Ja, das sind so gut. Das sind gute Land. Also, die hier sind mir zu fancy, so eng und so. Das sind eher so für. Das sind Putzlappen. Das ist für so. Für einen Biker, für so Offroad-Biking oder so. So Quadfahrer, Leute, die mit einem Quad durch den Wald fahren, haben solche Handschuhe. Das ist nicht richtig. Das hier sind auch, guck mal, nee. Das sind so Winterhandschuhe oder so. Nee. Also, wenn dann hier so richtige Lumpen. Hier sowas. Die Farbe ist auch okay. Wir können aber auch hier noch. Oh, da gibt es nur sehr begrenzte Farbauswahl. Dann machen wir mal so. Das ist, beißt sich nicht allzu sehr mit dem Overall. So, und dann ist die Frage: Brille. Ja, manchmal brauchen die eine Sonnenbrille, wenn die den ganzen Tag am Feld sind. Oder hier so eine Splitterschutzbrille ist auch gut. Nee, das ist ja Quatsch. Nee, das sieht aus wie so wie früher, wenn dann irgendwie so ein Intellektueller Kommunist wird und sagt, ey, ich ziehe aus der Stadt und ziehe aufs Land und mache jetzt einen Bauernhof. Das ist natürlich ziemlich cool. Das ist natürlich ziemlich cool, diese Brille hier tatsächlich. Also das ist, muss man sagen, accidentally hipster. Also dieser Landwirt ist aus Versehen ein Hipster geworden jetzt. Vielleicht sollte er doch lieber hier diese Schutzbrille anhaben. Schutzbrille. Okay, wir sind fertig. Wir bestätigen. Nächstes Menü. Ne, das war schon das nächste. Okay, wir bestätigen. Ah, herzlich willkommen auf deinem neuen Hof. Es ist Vormittag, als du auf deinem neuen Hof ankommst. Walter, dein Großvater, kann sich nicht mehr so gut um den Hof kümmern, also übernimmst du ihn jetzt. Mach dich erst etwas mit dem Spiel vertraut, ehe du deinen Großvater begrüßen gehst. Okay. Lass uns mit dem Interface beginnen. Auf deinem Bildschirm findest du alle wichtigen Informationen. Das ist gut, weil der ist relativ leer, der Bildschirm. Es ist Sommer. Es ist August. Oh. Was macht man im August? Ist das Sehzeit? Erntezeit? Nee, Erntezeit ist doch eher so im Herbst, oder? Was macht man denn überhaupt im August? Wann ist Erntezeit? Wann wird gesät? Gesät wird doch nach dem Winter im Frühling und geerntet im Herbst? Ist das korrekt? Morgens um 8? Oh Gott, da ist der Bauer ja schon 3 Stunden auf dem Bein. Kontostand 500.000. Bam, richtig reich. Und eine Minimap. Alles klar. Das Benutzerinterface kannst du jetzt, kennst du jetzt, lass uns nur mit der Fortbildung, ja, WASD, dankeschön. Das ist ja wirklich für Leute, man merkt das schon, das ist für Leute gemacht, die nicht so viel zocken. Da muss man auch jede Kleinigkeit einmal erklären. Oh, Hühner! Hallo! Guck mal, das sind so Trinkglocken, glaube ich. Und das ist ein Fresstrog. Ja, das sind schöne Hühnerhütte. Manchmal habe ich auch wirklich so Fantasien. Auch mal so einen Bauernhof zu haben. Aber ich habe auch dann Respekt vor der Arbeit. Ich müsste dann jemanden haben, der die Arbeit macht. Ich bräuchte so einen Nikola dann. Ach, das ist Vater, oder was? Ah ja. Mit R wie reden. Welcome to our lovely farm, kiddo. Ein bisschen lauter. I'm glad you're here to continue the family business. The fact that you're about to take over the farm makes your pops quite happy. Not gonna lie. When your father told me on a visit that he didn't want what I built here, I thought that was it. He even called it a dung heap when he left in his fancy suit. And was, then he was für eine Enttäuschung. The on the way to his car. It's okay that he does his own thing. Ja, I thought auch. I had to sell the farm. Thanks to you, it can stay in the family. You don't know what that means to me. Okay. Otherwise, your crazy uncle might have turned it into an amusement park
with the main attraction of catching chickens on the fields or something. Anyway, let's not talk about that just now. Der klingt ein bisschen betrunken. I can tell you some stories later. And just so you know, I'm not out of the picture just yet. I'm here if you need me. Just like your friendly neighbors you should talk to sometime. They're nice people. A bit strange, perhaps, but still delightful in their own ways. So, do you want me to give you a quick tour and show you some things? Um echt zu sein, glaube ich, dass ich das machen sollte. Let me show you a couple of things. Ease you in. There will always be people to help you out. But it's good to have done all the steps yourself, at least once. Mm-hmm. Right next to the farm, we're going to work on a field. Okay. There's also a big tractor with a cultivator. I'll walk you through. Grubber ist das Wort für Cultivator. I can't wait to see you get started. Der Grubber. Schatz, kannst du schon mal den Grubber warm laufen lassen? Okay, was? Dann treffe Großvater bei der Scheune. Alles klar, wir haben ja diverse Scheunen. Oh, guck mal, das ist so ein Eingangstor hier. Das ist ja riesig, damit da auch die größte Mähmaschine durchpasst. So, da haben wir, was haben wir denn hier für einen Traktor? Welche Marke ist das denn? Ist das der Asgard oder was ist das für einer? Ah, das ist natürlich ein John Deere. Das ist ja ein amerikanisches Örtchen hier. So. Ja, alles John Deere, ne? Hallo, wie bist du denn so? Hallo, du warst. Hallo? Wie bist du denn so schnell da hingekommen jetzt? Das habe ich ja. Okay. Are you ready to roll? Then ja. Hop onto the tractor and attach the cultivator. It's just to the back. Oh, geht direkt los, das ist ja geil. Okay, ich darf direkt fahren. Ich darf direkt. Okay, let's go. Just like that. Exactly. Now we do the work. Meet me at the field over there. Okay. Ja, alles klar. Soll ich nicht irgendwas. Ach ja, der Cultivator, der Grubbler. Heißt der Grubbler? Ist das zu laut? Ja, ne? Der Motor ist ein bisschen laut. Ich mach mal den Motor ein bisschen leiser, sonst verstehen wir uns ja gar nicht. Man kann sich auf dem Traktor gar nicht unterhalten. Deswegen sind Landwirte auch immer so wortkarg, weil die auf dem Traktor kann man sich nicht unterhalten. So. Gut, dann machen wir mal die Kurve hier. Und dann lass mal losfahren. Ey, man kann hier direkt. Das ist ja hammergeil. Gar nicht lange rumlabern, direkt Action hier. Komm, let's go. Wir grubbeln das Feld. Wieso ist der eigentlich gelb, der Traktor? Oh, das ist der Challenger 160 HP. Das ist der Nachfolger von dem Challenger 150 HP. Das ist ein richtig, richtig gutes Stück Landwirtschaftstechnik. Da ist der Opa schon wieder. Soll ich machen? So, bevor wir etwas auf dem Feld sowen, we need to take care of the stubbles. Stubbles. Prepare it for the next season. Okay. Otherwise, the grain will not grow very well. Lower the cultivator and drive straight ahead. It's easy as spilling milk. Okay, also erstmal habe ich gerade zum ersten Mal erfahren, dass Stoppeln Stubbles heißt. Das ist ja fantastisch. Und oben links sehen wir aktuell kontrolliertes Fahrzeug. Ich sitze direkt neben der Geschwindigkeitsanzeige. Ich muss mich kurz genau. Also Geräteauswahl ist G, Gerät senken ist V. Okay. Dann. Oh, der Grubbel ist gesenkt worden. Ich glaube, dann können wir jetzt loslegen, oder? Lass mal grubbeln. Oh, yes! Das ist ja fantastisch. Hupen geht auch. So, man kann unterschiedliche Kameras. Oh. Dann hält er aber an. Das ist die Cockpit-Perspektive. Alles klar, was haben wir noch? Achso, es gibt nur zwei Perspektiven. Oh, das ist ja großartig. So, jetzt müssen wir aber rechtzeitig hier die Kurve kriegen. Ja, fantastisch. Alles klar. Und jetzt hier wieder reingegrubbelt. Und gib ihm. Wir wollen nichts ungegrubbelt lassen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus.
verschwenden natürlich jetzt ein bisschen, aber lieber den Rand richtig krubbeln. Also holen wir hier einmal weit aus, damit wir hier richtig gerade reinkommen wieder. Sehr gut. Also wenn wir das nicht gut machen, weiß ich auch nicht. Wir sind zum Landwirt geboren. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, Landwirt macht auch ein bisschen Spaß. Ich glaube, es gibt schlechtere Berufe. Wo müssen wir wieder mit? Ja, gut reinkommen jetzt. Ja, das machen wir gut. Ah, fantastisch. Jetzt wird das Feld einmal richtig durchgegrubbelt. Hat was von den Maschinen beim Eishockey. Ja, Zambonis, ne? Mhm. Absolut richtig. Jedes Kind will mal eine Zamboni fahren. So, jetzt machen wir mal so einen kleinen Schwenk. Aber hier sieht man noch unsere Spuren von eben. Holen wir wieder ein bisschen aus. Aber ich befürchte, wir müssen noch zweimal fahren. Oder meint ihr, wir können hier... Das reicht vom Grubbelding her. Oh, das wird knapp. Na, das... Nee, leider. Mist, ich muss ein bisschen... Ja, das war jetzt schade, ich habe es riskiert. Aber wir müssen jetzt... Oh, Verzeihung, ich war auf der... Opa ist richtig sauer jetzt. Daneben gegrubbelt. Okay, das war leider kein gutes Grubbeln. Das war nicht gut gekrubbelt. Der Opa bereut seine Entscheidung schon. Dass er mich zum Nachfolger seines prächtigen Anwesens ernannt hat. Wer so schlecht grubbelt, wie soll der sich um die Hühner kümmern? Wenn man schon beim Grubbeln so versagt. So eine kleine Schlangenlinie fahren. Wir müssen jetzt noch einmal den kleinen... Wir sind erst bei 98%, das kann da so nicht bleiben. Einmal weit ausholen und jetzt... Oh, der Opa schlägt die Hände. Die alten, wettergegerbten Hände vors ebenso wettergegerbte Gesicht. Und hadert mit seiner Entscheidung und überlegt, ob er das noch in irgendeiner Form rückgängig machen kann. Good. We're done here, kiddo. Now drive back to the garage and get out the cedar. Okay. Dann heben wir jetzt das Gerät mit V. Irgendeine fantastische Hydraulik ist da verbaut. Und dann los. Und jetzt müssen wir über den Grubbler... Oder ist... Hä? Der Opa ist schon wieder so schnell da. Now we change tools, kiddo. Okay. Get rid of the cultivator and attach the seeder. Die Taste Q, wie abkuppeln. Now you need to attach the seeder. Drive back slowly. Okay, also erstmal. Ja, okay. Jetzt, wo ist er denn? Vorsicht aus dem Weg, Opa! Aber wir wollen es hier erstmal relativ gerade machen. So. Okay. Ne, ja, ein bisschen so. Ja, ein bisschen so. Ja. Ne, falsch so. Okay, sieht gut aus. Ran. Oh, shit. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ich glaube, wir müssen noch kurz ein ganz bisschen einmal justieren. Ja, ich glaube, es ist gut. Wir connecten. Ja, fantastisch. Oh nein, die ist leer. Okay. Ich fülle den Seeder. Okay, das machen wir. Okay. Manche Geräte können je nach Zweck gefüllt werden. Sämaschinen benötigen Saatgut, Fahrzeuge müssen getankt werden, Düngeverteiler brauchen Dünger und Spritzen benötigen Herbizid. Beispielsweise.
Fahre mit dem Gerät zum Big Bag und fülle es auf. Das mache ich jetzt. Komme ich überhaupt durch mit meinem... Ist das... Warte mal. Ist das schon der Big Bag da rechts? Ist das schon der Big Bag? Well done. Ah ja. Now you're ready to go. Last week I cultivated a field over there. Gegrubbelt. Cultivated fields are ready to be sown. It's pretty straightforward. Drive the machine to the field and meet me there. We'll bring out canola. Rapspaps. Okay. Das ist schnell der Opa. Ich bin ratzfatz mit dem Rapspaps. Ist das nicht eine geile Moneyboy-Line? Er ist ja Paps, ne? Ich bin ratzfatz mit dem Rapspaps. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Landwirtschaftlicher Rap ist, glaube ich, auch noch eine unerschlossene Nische im Rap-Sport. Pflanz? It's midsummer. It's the perfect time to sow canola. Ah. In any other period, you might want to switch to a different kind of crop. You can always check the crop calendar. First, we need to prepare the seed. Choose the canola seeds, as the big bag is filled with all kinds of seeds. Entscheide mit Hilfe des Kalenders, welche Fruchtsorte du sehen möchtest. Wähle das entsprechende Saatgut an der Sämaschine aus. Eine Sämaschine kann ja auch eine Brille sein. Saat wählen mit Z. Okay. Was? Nee, Weizen ist doch Quatsch. Hat er nicht gesagt. Was? Nee. Oder ist das jetzt hier Y? Hallo? Habe ich nicht aufgepasst? Achso, erstmal klicken. Und jetzt. Gerste. Hafer. Raps. While seeding, straight lines are important though. Ja, das kann ich sehr gut. Back and forth to bring out the seed with as few gaps as possible. At some point, you'll have to buy a big bag of seeds at the store to refill it. But now you can use what you've got. Dankeschön. Now, you only got to switch the machine on and lower it to the ground. Also, Geräteauswahl und ein Gerät anschalten. Okay, alles klar. Geräteauswahl ist einmal auf G. Warte, G? Ja, das ist doch schon gewählt. Das werde ich erstmal so gut wie möglich erstmal anfahren. Das. Nee, warte. So. Ja. Wir wollen nichts verschwenden, ne? Oh, okay. So. Jetzt fahren wir rückwärts. Ne. So. Okay, so ungefähr. Und jetzt machen wir Sämaschine anschalten. B. Ist angeschaltet und jetzt mit V wird sie gesenkt. So. Das war eigentlich ganz gut. Und jetzt können wir los. Wie ist so das? Ja, so eine kleine Ecke. So. Ist, glaube ich, gut. Ja, das sieht gut aus. Was? 1%? Oh, machen wir das gerade richtig? Ja, doch, da wird doch gesät, das sehe ich doch. 2%, oh Gott, das ist ja... That's how it's done, kiddo. Oh, by the way, always keep an eye on the weather. According to the weather forecast, it's gonna rain soon. That's perfect for canola. But not as good for the wheat on the other field. If you want to hire a helping hand at some point, you can. We're done here. The helper will do the rest. Okay. Helper? Good job. Field workers are a great support if you're busy and cannot finish the job in time. Now get back to the garage and get out the harvester. Let's do it quickly. Er fährt alleine jetzt, oder? Ich mach nichts. Tab. Was? Okay.
Also er macht alles alleine, fantastisch, aber das macht er ja voll schlecht. Das ist doch nicht dein Ernst. Wer ist das denn? Der wird sofort gefeuert. Hallo? Was machst du denn da? Nee, sorry, aber das kann ich nicht. Also das ist ja das schlechteste, die schlechteste Aussaat, die ich je gesehen habe. Das ist geil. Yes, Harvesting, Leute. Sowas von bereit. Mir doch egal, das krieg ich schon hin. Okay, let's go. Boah, was ein Brocken. Den will ich immer fahren. Der ist geil. Wo ist Opa? Oh, falsche Richtung. Machen wir einmal im Kreis. Oh, fahre ich hier überhaupt noch richtig? Oh, ne. Oh, ich glaube, ich fahre falsch. Passe ich hier durch? Oh, Vorsicht, Baum. Ah, au. Ah, hier. Und jetzt hier nicht über. Ja, so. Oh, alles klar. So, machen wir fantastisch. Wie sieht das aus? Können wir hier querfeld ein? Ja, da bretter ich querfeld ein. Das sind ja robuste Maschinen, die sind ja da dafür gebaut. So, da darf ich jetzt vermutlich hier dieses Getreidefeld einmal abernten. Wo ist Opa da hinten? Ich komm, Opa. Er fragt sich auch wieder, warum ich nicht die Straße nehme. Ich habe halt noch viel zu lernen, das weiß er jetzt auch. Okay. With a combine harvester, the header cuts the plants. Those headers have different widths, depending on the size of the combine. Mhm. Go detach the trailer. Then drive the harvester with its front to the header and attach it. Ach du grüne Neun. Okay, jetzt muss ich erstmal abkoppeln. Okay, ist abgekoppelt. Und wo ist jetzt vorne und wo ist jetzt hinten? Ah ja, okay, da ist vorne. Alles klar, jetzt werde ich hier einmal so drehen. Ah, das ist ja wirklich so ein Stecksystem. Da kann man dann an eine Maschine verschiedenste Dinge ankoppeln, die dann unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Natürlich sinnvoll. So, jetzt hängen wir erstmal. Zack. You're almost set now. Before you can start harvesting, the grain tank needs to be. The grain tank. Do that. Bring yourself into position on the field. So, jetzt müssen wir den Getreidetank ausfahren mit X. Ah. Okay. Dann. Oh! Ei! Ey! Was ist das? Hilfe! Hä? Okay, der soll da hoffentlich sein. Ja, damit habe ich ja nur das Vorderteil gezogen. So, jetzt machen wir mehr so ein. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Großen Schwenk. So. Ja, perfekt. Perfekt positioniert. Okay, und jetzt muss der. Muss er nochmal runter, oder nicht? Muss ich den nicht jetzt wieder mit V absenken oder so? Ja. Und ist der jetzt an? Ah, jetzt mit B ange. Jawohl. Und jetzt wird richtig gut geerntet. Oh. Die Maschinen laufen schon, ich verstehe den gar nicht. Ich glaube, ich habe schon. Ja, okay, ich glaube, ich hatte schon alles. So, jetzt geht's los, oder? Ja! Ja, jetzt wird geerntet, immer an der Naht lang. Das ist ja ein bisschen wie das Nähhandwerk. Schneider und Landwirt sind sich sehr ähnlich. Präzise Arbeit ist gefragt. So, wir wollen hier alles genau. Weil das summiert sich ja, ne? Wenn ihr jetzt zu großzügig seid und zu viel Abstand lasst, müsst ihr mehrere Bahnen fahren. Und stellt euch mal vor, dass ihr pro Erntevorgang ein, zwei Bahnen mehr fahren müsst, weil ihr nicht genau auf Kante gemacht habt. Und dann summiert sich das ja über die Jahre.
Und dann habt ihr irgendwann tausende Felder quasi mehr beackert, dadurch, dass ihr so schrecklich schlecht kalkuliert habt. So. Wenn ihr versteht, was ich meine. War ein bisschen umständlich ausgedrückt. So. Aber ich bin auch Landwirt und kein Poet. Kriegen wir das in einem Schwung weg? Ich hoffe doch. Aber dann müssen wir ja gleich... Oh, das ist ein Schulbus. Dann müssen wir ja gleich noch das auch einsammeln, was wir da rauspusten, oder? Oh, das ist wichtig jetzt. Genau an der Kante lang. Mein Schwager ist absoluter Profi in diesem Spiel, falls du mal Tipps willst. Luki, vielen Dank, ja. Komme ich vielleicht drauf zurück. So, jetzt müssen wir nochmal so einen großen Schwenk. Und, ja, das wird nicht reichen. Okay, also da müssen wir eh nochmal hin und her. Es sei denn, der Opa meldet sich gleich nochmal und sagt, es reicht wieder. Jetzt könnt ihr auch H drücken und sagen, der Helfer soll das machen. Aber ganz ehrlich, der hat das gerade so katastrophal schlecht erledigt. Dann mache ich das lieber selber. Ich weiß auch nicht, ob das eine studentische Aushilfskraft war oder irgendein nutzloses Familienmitglied, was in Arbeit gebracht werden soll, aber den kann ich eigentlich nicht an mein Feld lassen. Es gibt tatsächlich eine Pro-Szene beim Farming Simulator. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt. Schaut mal. Wir haben es fast geschafft. Aber da ist dann doch so ein kleiner Streifen noch übrig geblieben. Ja, hätte man das schaffen können? Mit einem Mähgang weniger? Oder war das eine unmögliche Aufgabe? Aber das ist das, was ich meine, ne? Dieser eine Weg mehr jetzt, das summiert sich ja. Aus einem Weg werden zwei, aus zwei werden vier. Und irgendwann hat man tausende unnötige Mähgänge. Da unterscheidet sich der richtig gute Landwirt von dem schlechten Landwirt. Sprengwurst! Sprengwurst, vielen lieben Dank. Wir Landwirte freuen uns immer über Zuwendung dieser Art. Kurze geschichtliche. Warte. Okay, er ist fertig. Kurze Geschichte noch. Ihr seht ja da vorne diese Archimedes-Schraube. Ich weiß nicht, ob sie so heißt. Das ist diese Schraube, die dreht das Getreide nach oben, glaube ich. Oder? Oder nee, die dreht nicht das Getreide nach oben. Dreht die. Was dreht die? Dreht die das Getreide nach oben oder dreht die da vorne diesen Drescher? Jedenfalls sieht das aus wie so ein, das hat Archimedes erfunden. Und es ist immer wieder faszinierend, wie so alte Technologie immer noch zum Einsatz kommt. So. Den Inhalt eines Mähdreschers kannst du in Anhänger oder direkt in Silos abladen. Fahre dafür das Rohr deines Fahrzeugs aus. Ich fahre mein Rohr aus. Rohr fährt aus. Das ist kein Trailer, genau. Okay. Wir machen das so. Da brauche ich jetzt aber Hilfe. Das kann ich ja nicht alleine machen. Ich komme. Oh, der ist sehr viel schneller. Yes! Komm, wir nehmen diesmal die Straße, wie das vermutlich von Opa vorgesehen ist. Traktor fahren darf man ja schon sehr früh, ne? Mit 15 oder sowas, keine Ahnung. So, achso, ich muss noch ein paar Meter. So.
pull along to it on the driver's side of the harvester. The trailer is in the correct position directly below the pipe. The harvester will start to unload automatically. Was? Oh, nee, ernsthaft? Jetzt war ich einen halben Meter zu weit außen. So, Vorsicht, Opa, Vorsicht! Vorsicht, Opa. Okay, so. Ah, geschafft. Und nu? Bin ich noch gar nicht richtig. Ich bin noch... Muss noch ein kleines Stück. So, jetzt. Ah, guck mal hier. Yes! Alles rein da. Oh, das ist ein gutes Gefühl. Jetzt habe alles ich geerntet. Guck. Das ist ja einfach nur fantastisch. Dankeschön. You can either store the crop in your silo or you can sell it. This load I promised to a vendor friend of mine. Mm-hmm. He's already waiting for it. Wo denn? So all you gotta do is drive the tractor with the trailer to his unloading station. Now drive to the grain elevator to sell the wheat. Ich soll das Wheat. Ich darf das Wheat verkaufen. Wo ist er denn? Da hinten. Okay. Oh, ein Kilometer. Oh, jetzt darf ich einen Kilometer mit dem Traktor. Yes. Okay. Dann nehmen wir jetzt hier über die Straße. Ein Kilometer. Mit dem Traktor. Das klingt wie so ein Jochen-Schweizer-Trip. Oh, ey! Ich hab Vorfahrt. Kennst du nicht die Regel, Traktoren haben Vorfahrt? Kam da einfach von links so ein Rüpel. Hätte mich fast um meine Getreideernte gebracht. Warte. Doch, lieber hier lang. Dieser Weg scheint mir der richtige zu sein. Oh, da können wir durch dieses riesige Tor. Oh nein, hier kreuzt sich der Weg. Okay, jetzt haben wir eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht schauen wir mal. Ja, gut. Fahren wir mal hier lang. So, hier ist ein Stoppschild. Aber das gilt eigentlich nicht für Traktoren, weil Traktoren immer vorwärts haben. Landwirtschaft geht vor. Links ist frei. Rechts. Oh, Vorsicht, rechts kommt jemand. Links ist frei. So, jetzt. So, vielleicht ein bisschen in der Mitte fahren, damit mich niemand überholt. Man muss die Leute ja vor sich selbst schützen. Gerade auf so Landstraßen sind Menschen hinter Traktoren immer sehr ungeduldig und zucken dann immer nach links vor und gucken, ob sie überholen können. Und oftmals sind sie dann in ihrer Hast viel zu wagemutig. Da liegt es am Landwirt, den so lange zu blockieren, bis ihm das ausgetrieben ist, dieses Überholen. So, wir gucken mal kurz nach links. Alles frei, wir gucken nach rechts. Alles frei, wir gucken nach links. Alles frei. Oh, da kommt einer. Oh, guck mal, den blockieren wir jetzt. So, fahren wir mal raus auf die Straße. So. Ah, ne, der ist abgebogen. Hä, wo ist der denn hin? Da war doch einer gerade. Egal. So, weiter geht's. Nochmal hupen. Oh, das macht Spaß. Mit 40 km/h brettern wir hier. Oh, guck mal hier. Was eine schöne Brücke. So, jetzt sind wir in der Stadt. Schöne große Stadt. Ist natürlich jetzt ein bisschen viel los, wenn man das nicht gewohnt ist. Wenn man nur die Einsamkeit des eigenen Hofes kennt, ist natürlich jetzt hier ein bisschen bedrohlich alles. Reizüberflutung. So, kann ich jetzt hier abbiegen? Hier ist das. Fahre ich da jetzt durch oder wie ist das gedacht? Das ist der Opa schon wieder. Aha. Sell your goods later. Now, let's get to it. Drive the trailer over the tip area and unload. Okay. Mach ich. Bum bum. Abkippen? Jetzt schon? Na, sind wir genau drüber? Nee.
Jetzt erst, wir wollen nichts verschwenden. Oh no! Oh doch, klappt gerade noch. Boah. Ja, das war knapp. Well done. At some point, you'll do this in your sleep. Now, let's go back to the farm, shall we? Ja, das heißt, ich darf wieder Trecker fahren. So, hier wieder Stoppschild, dann müssen wir wieder gucken. Willow Lumberjack Company. Sollen wir da einmal kurz Halt machen? Mal kurz gucken, ob wir hier... Ach, da kann man einfach nur Holz kaufen. Okay, gucken, links, rechts. Okay, kein Verkehr. Jetzt kreuzen wir mal... Oh, da kommt ein Auto, das war knapp. Und zurück. So, mit 40 km/h ist man im Nu wieder zu Hause. Ich mag auch diesen Auspuff da oben. Oder? Da kommt alles da oben raus. Das ist doch großartig. Wenn man jetzt an einem Haus vorbeifährt, wo die Fenster geöffnet sind, dann kann man eben so richtig schön den Abgase da reinpumpen. Als Landwirt ist man ja auch urbanen Bauwerken wie Häusern gegenüber immer ein bisschen skeptisch. Ist ja auch, hat ja auch was mit Versiegelung der Landschaften zu tun. Als Bauer bin ich natürlich in erster Linie mal naturverbunden. So, hier müssen wir links abbiegen. Oh, erstmal über die Gleise kommt hier irgendwas? Nee, ne? Nee, okay. Komm mal hier ab. Ist immer wieder schön, wenn man den Stress der Großstadt hinter sich lässt und dann über immer schmaler werdende Wege nach Hause fährt. Hallo Werner, das ist auch ein Freund von mir. Oh, hier wohnen die Capaldis. Capaldis sind auch gute Bekannte und Nachbarn natürlich. Trifft man sich einmal im Jahr zum... Oh, zum Glück ist das der gute Stahlzaun und nicht der billige Bronzezaun. Er hätte diese Kollision nicht ausgehalten. So, Opas, wie sind wir da? Okay. Wow. Aber wenn der Motor aus ist, dann kann man die Stille auch genießen, oder? So, Opa, was sagst du zu meinem... Achso. You're back. Splendid. I started wondering if you joined your father. Well, where were we? Right. Right. You've seen the most important steps on the field now. There's always more to do, like yield improvement, liming, fertilizing, weeding. Those require special equipment. Next thing is gaining a bit of a feel for everything. I'll just leave you to it, so you can try out a few things. Okay. You don't want your old grandpa. Sehe auch so. If you want more detailed info, he's Ben? Been one of my most. Okay. Gladly explain all. Now, dung heap in deep. You'll do this farm. Okay, das hat sich doch gelohnt, diese Tour zu machen. Diese Farm ist jetzt unsere Farm. Wow, jetzt können wir uns das erstmal in Ruhe angucken, oder? Gehört das eigentlich das Haus auch dazu? Du hast wahrscheinlich hier noch Lebensrecht, ne? Wohnrecht auf Lebenszeit. Oh, da darf ich schlafen. Nee, ein Landwirt schläft nicht. Was ist das für eine Hütte hier? Das ist eine Sägehütte. Aufmachen. Mach. Oh, ich habe offensichtlich nicht zu allen Räumlichkeiten Zutritt. Ich darf nicht in den Hühnerstall. Wieso habe ich keine Hühner? Hat der Fuchs sie geholt oder der Habicht oder was auch immer? Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mir nachts den Schlüsselbund des Opas zu nehmen, um mir Zutritt zu verschaffen, was rechtmäßig mein ist. So, das ist ein Boot hier, oder was? Oh, das ist ja super, das Boot. Guck mal. Das sieht aus wie so ein kleiner Schlepper. Sieht ein bisschen aus wie bei Dredge. Das ist ein Dredge-Boot. Wobei, das Dredge-Boot ist ja kein Schlepper, sondern Fischer. Oh, da ist noch ein Schlauchboot. Ja, also wir haben jetzt August. Da können wir mal gucken, was wir zu dieser Jahreszeit noch vielleicht sehen können oder so. Was haben wir denn hier noch? Ah, ist das... Oh, guck mal, ist das hier so eine
Great Plains. Ja, damit kann ich dann pflügen, ne? Das ist ein Pflug, oder? Das ist was anderes als das hier. Was ist das? Aha. Ja. Oh, hier, endlich. Freunde. Okay, die muss ich füttern, ne? Da muss Essen rein. Aber ich glaube, die haben Hunger. Tiermenü öffnen. R. Oh. Guck, das ist meine Kühe. Transport, Gesamt, Brown Swift. Diese Art wird in der Milchviehhaltung eingesetzt. Und produziert Milch. Kühe mögen Gras, Heu und TMR. Trockenmischroulade. Außerdem benötigen sie Wasser, das ist ein Kalb. Tiere, die gesund und älter als 18 Monate sind, können sich fortpflanzen. Okay. Und die kann ich jetzt hier kaufen, oder was? Ich meine, ich bin wirklich richtig reich. Ich könnte mir nichts, dir nichts. Oh, ich will einen Wasserbüffel haben. Okay. Warum kann ich den nicht haben? Weil ich keinen Stall habe, oder was? Büffelmilch. Okay, ich will sofort das kaufen. 3. 3 Büffel. Dann ist... Es wird eine Transportgebühr erhoben, wenn die Tiere nicht mit dem eigenen Viehanhänger transportiert werden. Kaufen. Ja, kaufen. Tiere wurden gekauft. Okay, ich habe jetzt, warte. Jetzt habe ich 3 Wasserbüffel und das ist aber dann so... Ich darf wie auch noch 2 und davon auch 2 kaufen. Kaufen. Okay, ich gehe in die Wasserbüffelzucht. So. Okay, ich habe jetzt diverse Wasserbüffel gekauft, aber ich finde natürlich so eine schöne bordeauxfarbene Kuh auch ganz interessant. Und dann haben wir so eine klassische schwarzbraune hier. Holsteiner. Und dann haben wir die braunen Zwiss halt, ne? Ja, habe ich gut gemacht. Und wann kommen die nach Hause? Oh! Oh, die machen, das ist doch hier, diese Black Angus ist doch ein richtig, ah ne, verkaufen, ne, nicht verkaufen. Huch! So, wo sind die denn jetzt? Oh, hier, guck mal. Hallo? Werden die hierher gebracht oder muss ich die selber abholen? Ist das da? Nee, das ist mein Black Angus, ne? Hallo. Kurze Frage, bist du ein... Ach, das ist schon mein Wasserbüffel. Oh ja. Die haben jetzt einfach dieses Revier übernommen. Ja, das ist das. Genau, das habe ich in Auftrag gegeben. Ja, hallo Leute. Ja. Ich kann die aber nicht benennen. Und die teilen sich ja, vielleicht paaren die sich. Und dann können wir eine komplett neue Kuhspezies züchten. Oh, wir nehmen immer die schlauesten Kühe und verpaaren die miteinander. Wie viele Generationen wird es dauern, bis wir hochintelligente Rinder gezüchtet haben? Geht das nicht sowieso eigentlich mit jeder Tiergattung? Wenn man immer die schlauesten, man testet alle Tiere und nur die allerklügsten werden miteinander verpaart. Das muss sich doch auswirken. Also quasi eine künstliche Evolution. Wir machen die Selektion selbst. Und bei der Mutation müssen wir drauf hoffen, aber da das ja eine Kuh ist, wird die Mutation sicherlich gut funktionieren. Jedenfalls finde ich den Gedanken ganz faszinierend, dass man einfach random irgendeine Tierart super schlau macht. Welche Tierart würdet ihr nehmen? Schweine sind ja auch klug schon. Was würde so ein Schwein machen, wenn es auf einmal sehr, sehr schlau ist? Weil der Mensch hat ja auch Gestaltungspotenzial durch seine Finger. Also unsere Finger sind ja eigentlich, wenn man sich so durch den Alltag bewegt, dann kommt man gar nicht auf die Idee, sich einfach mal seine Hände anzugucken. Aber macht das doch jetzt mal. Ihr seid jetzt ja zu Hause, sitzt auf dem Sofa oder am Computer oder so oder bei der Arbeit und langweilt euch. Nehmt mal eure Hände
und guckt euch einfach eure Hände mal an und lasst die mal auf euch wirken. Und dann werdet ihr feststellen, was ist das eigentlich? Da sind so vier so komische Tentakel-Dinger dran und dann gegenüberliegend einen so ein Daumen, der natürlich zum Greifen einfach perfekt ist. Und wir nehmen das als völlig selbstverständlich hin, aber diese Hand ist was völlig, völlig Verrücktes eigentlich. Und die ermöglicht es uns natürlich, Sachen zu machen, zu greifen, zu verändern, zu formen, zu kreieren. Aber kaum ein anderes Lebewesen hat so ein tolles Instrument wie eine Hand. Und daher die Frage, wenn jetzt zum Beispiel eine Kuh oder ein Schwein super klug sind, was können die denn damit anfangen? Weil die können ja schwerlich jetzt Metalle aus der Erde reißen und die einschmelzen und irgendwas draus bauen. Also die können sich ja nicht mal selber einen Stall bauen. Die sind ja gar nicht handlungsfähig. Das heißt, so eine Kuh hat dann auf einmal die Erkenntnis, fuck, mein Körper ist überhaupt nicht auf Intelligenz ausgerichtet. Ich habe hier so Hufe, ich kann mir nicht mal meine Hufe sauber poolen. Nicht mal das kriege ich hin. So, wenn ich jetzt unangenehmen Dreck habe, nicht mal das kriege ich irgendwie raus. So, das heißt, sie ist schlau und sie weiß, sie kann nichts damit anfangen. Das ist ja eigentlich, ist es Tierquälerei. Ich glaube, das ist Tierquälerei. Also es gibt nur wenige Tiere, die mit der Klugheit überhaupt was anfangen können. Dazu zählen natürlich Affen, logischerweise, weil sie dem Menschen anatomisch sehr ähnlich sind. Aber vielleicht auch ein Oktopus oder so, der hat ja nun mal die Tentakel, da kann er vielleicht auch irgendwas mit anfangen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, welches Tier, was nicht in irgendeiner Form Primat und damit menschenähnlich ist, schon von Natur aus, welches Tier könnte wirklich was mit Intelligenz anfangen? Für welches Tier wäre das ein Geschenk und nicht eine Qual? Delfine, ja, Delfine sind natürlich schon schlau. Aber wie schlau müssen sie noch werden? Krabben? Ja, Krabben ist eine ganz... Ja, Krabben. Der Körper hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja, das weiß ich doch, Luki. Das ist ja gar nicht... Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wenn du super schlau bist, aber du kannst deine Intelligenz nicht dazu verwenden, dir die Welt untertan zu machen. Der Mensch ist ja deshalb so erfolgreich, weil er in der Lage ist, sich die Welt untertan zu machen und sie nach seinem Gusto zu verändern. Das können ja auch nicht alle Tiere. Das können vielleicht so Termiten können das zum Beispiel oder Ameisen. Aber das können nicht viele Tiere. Und auch so ein Delfin, ne? Delfine sind ja schon super schlau. Aber jetzt sind sie schlauer als die meisten anderen Lebewesen im Wasser. Das hilft ihnen natürlich, Fische zu fangen und so. Aber wenn sie jetzt noch ein bisschen schlauer wären, also was könnten sie denn damit anfangen mit dieser Schleue? Was könnten sie damit anfangen? Die könnten sich vielleicht, würden die denn so eine Art Theater oder Ballett oder so Synchronschwimmen, irgendwas in der Richtung, so würden sich so Sportarten ausdenken, so olympische Unterwasserspiele, könnte ich mir vorstellen, irgendwas in der Richtung. Aber die können ja jetzt keinen Supermarkt bauen oder so. Känguru ist ganz gut, ja, Känguru ist ganz gut. Kann das sein, dass ich mich gerade vor Arbeit drücke? Ich drücke mich im Spiel vor Arbeit. Ich laber rum, statt zu arbeiten. Warum? So, wir wollen jetzt erstmal das Ding abtrennen. Und zwar mit Q kuppeln wir das mal ab. Und jetzt will ich mal ein bisschen flügen. Ich hole mir jetzt den Flug. Und zwar den dicken hier, warte. Der war in der Scheune, oder? Das ist der kleine Flug. Ich will den... Den will ich, genau. So. Warten wir mal hier schön ein. Schön rückwärts rein, ja. Okay. Noch ein Stück. Ja, jetzt haben wir es. Ran. Nicht zu schnell. Ja, sieht super aus. Und jetzt bitte Gerät anbringen. Fantastisch. Oh, komme ich damit raus hier? Ja, ich hoffe doch. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt ja ein bisschen... Oh. Knapp. Ja, sehr gut. So, wo müssen wir... Oh nein, da hinten ist ja Erntezeit. Seht ihr das? Oh nee, das geht nicht. Da müssen wir erstmal
Oder? Also da müssen wir gleich ernten. Wo hatten wir jetzt schon gesät? Woran sehe ich das? Ist hier schon gesät oder muss hier mal einmal umgegraben werden? Ich glaube, hier wurde schon gesät. Da hat auch der andere das gemacht. Okay, dann haben wir noch ihn. So, er hier. Da, er macht das jetzt. Und zwar das andere Feld müssen wir jetzt ansteuern. Oh, das ist aber weiter weg. Lass uns mal erstmal das Rohr einfahren. So, Rohr ist eingefahren. Ist das Ding hoch genug? Ja, ne? Das Ding ist oben, oder? Nimmt das gerade Schaden? Ich will nicht den Asphalt pflügen. Ich glaube, das Ding ist oben. Und dann? Oh, schon mal schneiden. Oh, das Schneidewerk wäre doch unten. Mist, okay. So, wir können hier über das Feld brettern. Nee, da hinten muss geerntet werden. Da können wir richtig Geld verdienen. So. Ist das Ding schon reif? In meiner Welt ist das reif. So. Runter damit. Und einschalten. So, machen wir jetzt das. Wie machen wir das jetzt mit dem Rohr und so? Jetzt machen wir. Nee, machen wir erstmal so. Oder? Ohne Rohr. Oh, Kacke. Wollen wir das jetzt so machen? Warte, habe ich irgendwas vergessen? Kann das sein, dass ich hier noch gar nicht ernten soll? Oh Gott, das ist ja auch gar kein... Was ist das überhaupt für eine Pflanze, die ich hier ernte? Was ist für eine Pflanze? Ich glaube, das Rohr können wir guten Gewissens wieder einfahren. Ich bin mir nicht sicher, was sich hier flachsartig ist. Oh Gott, der Opa bricht zusammen, wenn der... Wahrscheinlich ist das wirklich richtig wertvoll, aber es ist halt noch nicht fertig. Sondern das braucht halt noch ein paar Monate. Und ich komme jetzt hier schon und mach's. Ja, natürlich jetzt auch eine unangenehme Geschichte. So, wir machen einmal mal so eine Umdrehung, weil eine Umdrehung ist ungefähr eine Bahn. Na, nicht ganz, ein bisschen mehr. Dann können wir nämlich... Wir lassen immer einen stehen. Und dann wechseln wir quasi die Bahn und machen das Gleiche. Achso, das ist Raps. Ah ja, okay, steht über dem Tacho. Ah ja, da steht Raps. Oh ja, da steht Raps. Das ist Raps. Oh nein, ich habe falsch justiert. Raps. Ja, das ist okay. Das ist, aber das ist, warte mal, das ist, fuck. Das ist doch noch kein fertiger Raps. Raps ist doch gelb, oder nicht? Sag mal. Kann das sein, dass der Raps noch gar nicht erntebereit ist? Oh Gott, ich glaube, ich habe hier richtig den Raps vernichtet. Oh Gott. Wie ist denn das mit dem Raps? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Habe ich das den falschen Aufbau dran? Nö. Also ja. Der ist gelb in der Blüte. Ach so, okay, der ist erntefertig. Okay, sehr gut. Ja, ich hatte bei Raps in der Schule gerade nicht aufgepasst. Aber gut zu wissen. So. Ja, ich glaube, wir machen das alles gut. Da kommt nicht so richtig... Was ist das für eine schwarze Suppe da? Die da hochgepumpt wird. So, okay. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Ich finde, jetzt können wir noch einmal kurz die Erntemaschine ausschalten. Das Ding hochnehmen. Und jetzt machen wir noch mal kurz... warte.
kurz was anderes. So. Okay. Oh nein, jetzt mache ich alles kaputt. Shit, ich mache alles kaputt. Nein, so war das nicht gedacht. Warte. Oh Gott, klappt das? Ja. Okay. Bob. Bob. So. Haben wir wieder denselben Weg zurück. So. Wichtig, dass wir genau jetzt den Weg fahren, damit wir das Feld nicht kaputt machen. Okay. Und zurück hier. So. Ja. Das hat gut funktioniert. Hat sehr gut funktioniert. Jetzt. Müssen wir natürlich ja ungefähr hier so wieder rauf. Wir machen hier zu viel kaputt, aber was willst du machen, ne? So. Okay. So, zack, zack. Ja, okay. Und jetzt, eng manövrieren. Möglichst eine 90 Grad Kurve. Muss reichen. So. Okay. Ja. Okay, und ausschalten. Und rückwärts raus. So. Und rückwärts raus. So entstehen Kornkreise. Ich habe das nur gemacht, weil viele Leute jetzt ja so über Aliens und so sprechen. Und dann auch so Kornkreise als Beweis hernehmen für die Existenz. Das ist einfach... So wird das... Ich wollte es euch nur einmal zeigen, wie das gemacht wird. Das ist nämlich super einfach mit der richtigen Nähmaschine. Nähmaschine. Jetzt in dem Fall habe ich jetzt das Wort Eels hier reingeschrieben. So. Ist doch super, oder? Das wird jetzt hier eine Herausforderung tatsächlich. Bringen wir es noch zu Ende? Oder ist die Idee, jetzt ist die Idee ja schon eh, komm, jetzt können wir es auch zu Ende bringen. Aber das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. So, jetzt müssen wir ein bisschen das jetzt auf engster Stelle hier. So. Ja, das ist jetzt richtige Prüfung. Ne, warte mal. Da hätte ich ja fast gerade einen Fehler gemacht. Haha, lol. So. Dann. Hier rein. Okay, warte. So, jetzt runter mit dem Ding. V. Okay.
Okay, gleich haben wir's. So. Okay, und jetzt das Ding einmal hoch. Und jetzt positionieren wir uns. Das ist jetzt sehr wichtig, den Winkel richtig zu treffen und so. So. Okay. Dann. Let's go. Yep, 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 yep. Okay, und fertig ist die Entmystifizierung der Kornkreise. Bitteschön. So, jetzt können wir vielleicht da auf den auf die Scheune raufklettern, damit wir das richtig bewundern können. So. Jetzt haben wir nämlich, ja, das kann man leider nicht so gut, das sieht man aus der Luft. Ne, aus der Luft sieht man das Ergebnis. Okay, jetzt müssen wir noch eigentlich da auf die Scheune klettern und uns das angucken. Oder kann ich jetzt hier vielleicht einen großen Turm bauen oder so? Gibt es hier sowas wie kaufen, bauen? Nee, na gut. Also ich wollte eigentlich nur im Grunde zum einen meine präzisen Fahrkünste am Mähdrescher unter Beweis stellen und zum anderen wollte ich euch wirklich die Alien-Geschichte entmystifizieren. So, hier muss es doch eine Leiter geben. Es gibt doch einen da oben so ein da. Da muss ich irgendwie raufkommen. Ich will mal oben aufs Dach. Geht nicht. Naja. Mit dem ja! Mit der Sprühdrohne oder so. Ja, das stimmt. Guck mal, da ist ein altes Windrad. Oh, da kommt jemand. Ah, das ist zu schnell weg. Ja, also ich glaube, jetzt kann man hier natürlich die ganze Zeit schauen, wann ist Erntezeit, wann ist Sähzeit, wann ist Flugzeit, wann ist Fütterung für die Tiere, wann schlachtet man die, wann verkauft man die, wo packt man das Getreide hin, packt man das in den Silo, verkauft man das direkt, wann verkauft man, wie sind die Preise. Also ich glaube, dass man hier richtig, richtig viel zu tun hat und es gibt ja auch einen Multiplayer-Modus. Es erscheint mir durchaus sinnvoll, jetzt wo ich die Menge der Arbeit und die Unterschiedlichkeit der Aufgaben so sehe, zu sagen, ich spiele das mit Leuten. Also so eine Farm bestellt sich nicht von allein. Ich glaube, es ist schon ganz gut, sich so eine kleine Kommune hier aus Landwirtschaftswilligen und fähigen Gleichgesinnten zu schaffen und gemeinsam an was wirklich Großem zu werkeln. Ich glaube, das ergibt schon Sinn. Oh, mit Shift-P kann ich in den Flugmodus? Ha! Ja, hier! Da, das ist... Oh! Das ist doch gut geworden! Hallo? Das ist ja der beste Tipp ever gewesen. Ja, geil. Wenn ihr ein neues Hintergrundbild braucht oder so. Hier, bitteschön. Irgendjemand hat Nils ins Feld gepinkelt. Ja, also das ist, finde ich, Kunst. Oder? So. Ups. Das Spiel abgestürzt. So. Okay. Ich finde, das ist ein schöner... Oh, warte mal. Nee, nee. Hier kann ich... Alter Schwede. Bäckerei. Ich kann eine eigene Bäckerei und kann dann Konsumgüter selber erzeugen. Ich kann mein eigenes Mehl machen, mein eigenes Brot backen. Müsli-Fabrik? Alter, das ist ja hammergeil. Ich hätte mir mehr Geld mitgeben sollen. Warte mal, Bäckerei? Wie kann ich das jetzt... Oh, das ist ja der Hammer. Ich kann mir ja mitten auf meinen... Ich kann mir eine Bäckerei setzen. Auf meinen Hof. Okay, wo kommst du hin? Wo ist Platz für eine Bäckerei? Bei den Silos hier würde das den Weg versperren. Wo ist hier Platz für eine Bäckerei?
Ich kenne leider den. Wie kann ich drehen? Muss irgendwie drehen können. Warte. Einrasten, ja. Da sind die Tiere. Aber hier wäre doch, finde ich, da vielleicht. Hier ist eigentlich ganz schnieke. Alter, jetzt habe ich da eine Bäckerei gebaut. Das ist ja einfach nur fantastisch. Oh. Neues Wohnhaus für mich. Kartoffelverarbeitungsanlage. Das ist ja, ich kann ja einfach alles selber machen. Spinnerei. Und kann ich jetzt zum Beispiel, was ist das dann? Flachs oder was auch immer man dann anbaut? Oder Wolle von den, ja klar, Wolle, ne? Von den Schafen dann. Und was? Wir haben ja schon eine Bäckerei. Hä? Wieso ist denn die Bäckerei so teuer und groß? Die andere hätte ich mal vielleicht die kleine erstmal nehmen sollen. Jetzt sehe ich das erst. Es gibt ja noch eine Getreidemühle. Brauche ich das sowas, eine Getreidemühle? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist auch eine Getreidemühle. Habe ich denn eine Mühle? Ich habe keine Mühle. Ich brauche eine Mühle. Ölmühle. Trauben. Nee, ich brauche eine Getreidemühle, ist doch klar. Wie soll das sonst gehen? Da ist der Eingang zur Bäckerei. Dann machen wir die Getreidemühle, mühlen wir hier hin. Da. Bam. Das ist ja einfach nur fantastisch. Jetzt bin ich komplett autark. Was ist das? Zäune? Metallgitterzaun? Oh, da kann ich hier richtig komplett meinen Hof einzäunen und so. So einer schönen Mauer hier, guck. Das machen wir jetzt mal. Wo wollen wir denn hier? Da. Das gefällt mir gar nicht, dass hier Leute einfach immer kommen können. Hier ist gesperrter Bereich. Ab hier dürfte ich. Ich könnte mich komplett einmauern. So ein kleines, süßes Mauerstück vielleicht. Von hier. Oh, guck mal. Hallo? Nur mal so aus Gag jetzt, weil ich das wissen will, wie das geht. Okay. Das ist ein bisschen. Ey. Okay, also ich könnte. Ja, ja. Ja, hier ist nicht perfekt. Wo macht sich denn so ein Zaun gut? Vorm Feld ist Quatsch. Ey, es ist überall Quatsch. Ich will es nur ausprobieren. Ich brauche hier nirgendwo so einen Zaun. Ich will mal sehen, wie das funktioniert. So. Wie Kollision mit einem anderen Objekt. Was denn? Mit welchem Objekt denn? Hallo? Der kollidiert mit sich selber. Jetzt ist da so eine kleine hässliche Lücke. Naja, egal. Also wir kriegen den Eindruck. Es kollidiert mit sich selbst. Kann ich das nicht weiterführen? Einrasten? Einrasten an. Naja, egal, es geht jedenfalls. So, jetzt hätten wir so eine Mauer. Kann man sich das richtig schön machen? Ja, das gefällt mir. Gut zu wissen. Jetzt gehen wir mal wieder hier raus. In die Laufansicht. Jetzt gucken wir uns. Hier, da ist die Bäckerei. Ich drehe durch. Das ist ja fantastisch. Guck mal hier. So ein dicker Hofladen mit Kaffee da oben. Bäckerei gehört mein Hof. Lager ist leer. Okay, das ist ja fantastisch. Also müsste ich erstmal hier dann Getreide reinpacken oder was? Getreidemühle. Ich habe jetzt Getreide natürlich verkauft. Dann müsste ich hier mit dem Hänger herkommen. Natürlich ein bisschen dicht an dem Baum und so vielleicht. Dann wird hier drin Getreide zu Mehl verarbeitet. Und dann könnte ich doch das Mehl in die Bäckerei bringen. Hier dann. Das wäre die nächste Station. Da würde das Mehl abgeliefert werden. Und dann wird hier automatisch, oder wie ist das gedacht, Brot gebacken mit dem Mehl. Was braucht man noch zum Brotbacken? Hefe? Milch in irgendeiner Form?
Das gefällt mir gut. Also ich sehe, das Spiel ist sehr viel umfangreicher, als man das vielleicht so zu Beginn vermutet hat. Hier kann man sich noch neue Fahrzeuge... Oh, so ein LKW. Was ist das denn? Oh, Alter. Vor allen Dingen, die Preise, sind die halbwegs authentisch, die Preise? Ja, ne? Also man, diese Maschinen haben den Preis eines Einfamilienhauses, so ungefähr. Das ist ja fantastisch. Großtraktoren. Was glaubt ihr, was kostet ein Großtraktor? Mehl, Eier, Hefe, Salz braucht man für Brot. Mehl, Eier, Hefe, Salz. Mehr nicht. Ist ja voll wenig. Was sehe ich hier? 1 Million Euro für einen Großtraktor, sehe ich hier. Welche Privatperson holt sich einen Großtraktor? Ja. Die, guck mal, diese Reif, also ist ja keine Reif. Was ist das? Ketten. Whatever. Hier, ich will einen haben. Oh, die sind ja voll billig. Ich will den haben. Den will ich haben. Alter Schwede, 685.000 Euro. Steiger Quadrat. Werden die irgendwo auf so Hängen eingesetzt oder was? Im Gelände oder so? Das sind doch so Spezialmaschinen. Die sind doch für die österreichischen Hügelfelder oder sowas. Die sind auch geländegängig dann damit, oder wie ist das gedacht? Boah. Also wie lange gibt es solche Raupen hier schon? Ich habe noch nie so einen gesehen. Kann ich mir jetzt nicht leisten. Boah. Gibt es auch Forstwirtschaft? Weiß ich nicht genau. Vielleicht. Keine Ahnung. Grubber. Den haben wir ja gerade schon benutzt. Steinsammler. Alter, was? Scheibenecken. Was auch immer Scheibenecken sind. Steinsammler. Ich will einen Steinsammler. Der kostet ja nur 56.000. Kaufe ich. Gibt verschiedene Steinsammler. Verschiedene Modelle, Michelin. Ah, nee, das sind nur die Reifen. Ja, wir nehmen natürlich die Trelleborg. BKT. Guter Reifen. Reifenvariante Standard. Man kann sogar die ganzen Reifen. Das ist ja unglaublich. Kann ich auch eine Farbe wechseln? Oder muss ich mit Gelb gehen? Was macht der? Der sammelt ja Steine. Das heißt, ich fahre damit übers Feld und der sammelt dann im Feld die ganzen Steine ein, damit man später, wenn man mit einem Mähdrescher drüber geht, die Steine nicht das Gestänge demolieren oder warum? Vermutlich. Was gibt für alles eine eigene Maschine? Überlegt mal vor 100 Jahren oder 150, keine Ahnung, haben die Leute das halt alles händisch gemacht. Da gab es dann einen Ochsen, der hat den Pflug gezogen und da hat man eine Furche durch die Erde getrieben und dann hat man das von Hand ausgesät und so. Wild. Also das ist schon echt spannend. Wie muss das so für einen Landwirt sein? Gibt es Landwirte unter euch? Wie oft kommt man in die Situation, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt mal einen Steinesammler für 56.000. Da gibt es doch 100 pro auch so bei Landwirten so ein bisschen Schwanzvergleich. Wenn halt der eine Landwirt hat ja den neuen Oxbow. Oh, Schatz, hast du gesehen? Der Rainer hat den neuen Oxbow. Du, der kostet Listenpreis 305.000 Euro. Wie kann er sich das denn leisten? Der kriegt doch Subventionen. Du, den Oxbow wollte ich auch immer haben. Wie kann der Rainer sich das leisten? Der hat doch nur 100 Hektar knapp. Was ist das überhaupt? Ist es ein Tanklaster oder was? Oder ein Düngel? Was macht der? Ist eigentlich der Tank eines Tanklasters mit dem großen Tank verbunden? Könnte ein Tanklaster theoretisch 5000 Kilometer fahren, weil es eine Einspritzung gibt aus dem Tank in den Motortank? Würde doch Sinn ergeben, oder? Das wäre doch das Dümmste überhaupt, wenn Tanker
so ein Benzin transportierendes Fahrzeug einfach mal liegen bleibt, weil der Tank leer ist, das wäre doch Quatsch. Naja, also es ist hier schon einiges zu tun. Wir machen an der Stelle mal eine kleine Landwirtschaftspause. Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Ich sehe das Potenzial. Ich sehe in uns einen Landwirt schlummern. Vielleicht gucken wir da nochmal rein. Ich habe nämlich mit Maxim mal gesprochen und Maxim hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mal mit ihm einen Landwirtschaftssimulator zu machen. Und vielleicht machen wir das. Schreibt mir mal in die Comments, ob euch das gefällt. Das war's von mir. Tschüss, Leute.